Wir nähern uns immer mehr einer Diktatur an, wo Einzelne entscheiden über unser Wohl und Wehe, wo Einzelne sagen, was wir tun und lassen dürfen, wo wir eingesperrt werden, wo man mit Wasserwerfern auf das Volk losgeht. Liebe Zuschauer von DSTV, liebe Freunde der Deutschen Stimme, heute sind wir wieder in Riesa, sozusagen im eigenen Heimatbereich. Jeden Montag gehen hier schon seit über einem Jahr die Menschen auf die Straße. Anfänglich sind sie einfach durch die Stadt gezogen, bis dies von der Obrigkeit unterbunden wurde. Heute treffen sie sich, oder neuerdings treffen sie sich regelmäßig zu einer stationären Kundgebung hier auf dem Rathausplatz in Riesa. Wir werden das heute begleiten und ein wenig für Sie dokumentieren. Unsere Heimat sind wir jetzt nochmal. Unsere richtig, ja? Ja. Vor allen Dingen, die dürfen nicht sagen. Ja, nachdem durch verschiedene Vorkommnisse und natürlich auch das Einschreiten der Polizei bei vergangenen Veranstaltungen die Teilnehmerzahlen zwischenzeitlich zurückgegangen waren, steigen diese jetzt wieder hier in Riesa auf dem Rathausplatz, wo jeden Montag die Freiheitsboten Riesa demonstrieren, also ihre stationäre Kundgebung durchführen. Und es ist schon erstaunlich, das letzte Mal waren es so 60, 70 Teilnehmer, wie zu vernehmen war. Und jetzt sieht man hier doch, denke ich, deutlich über 100 Teilnehmer. Und es kommen auch noch weitere dazu immer im Laufe der Zeit. Das heißt also, das scheint jetzt hier in Riesa langsam wieder Fahrt aufzunehmen und wir sind gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Wir haben Ärzte, die einen Eid geschworen haben, die plötzlich eine politische Funktion einnehmen. Wir haben aber auch Ärzte, die den gleichen Eid geschworen haben, die plötzlich anzweifelbar sind, die man nicht mehr ernst nimmt. Wir haben Rechtsanwälte, die mit ihrem gesamten fachlichen Wissen, was man durch ein Jurastudium sich angeeignet hat, plötzlich als Querdenker hingestellt werden. Ich glaube, seit letzten Wochenende haben wir einen Einblick bekommen in das Polizeigeschehen. Und es gibt zwei Seiten. Und zwar haben wir einmal den Einsatzleiter von Stuttgart, der gesagt hat, die Dimension ist nicht gegeben, ich schreite hier nicht ein. Und wir haben Polizisten, die wie in Dresden, ein Mann, der einfach das Grundgesetz zitiert, einfach zu Boden gerissen wird, der keine Straftat begangen hat, der hat Abstand gehalten, der war ganz alleine. Und das müsst ihr Polizisten euch endlich mal irgendwo auf die Fahne schreiben. Ich laufe für meine Person, ich bin privat hier, hat mit meiner Arbeit nichts zu tun und wir sind nicht für eine Partei, stehen wir hier, sondern nur als eigene freie Bürger. Und ich hoffe, dass dieser Spaß hier im Grunde genommen, was wir machen, des Kaisers neue Kleider endlich mal ein Ende hat und wir am Ende die Masken fallen lassen können. Nachdem zig Leute gesagt haben, an der frischen Luft tut sich das Virus nicht ausbreiten. Was machen wir denn dann im Grunde genommen mit Masken? Es ist nur, dass für alle, die wir hier stehen, dass wir Bußgeldbescheid umgehen und nichts anderes. So, auch alle unsere Aufpasser hier, eigentlich wüssten die das ja selber, mittlerweile wissen, sind ja eigentlich alle jung und dynamisch und müssten einfach mal das Gehirn einschalten. Aber mittlerweile haben das so viele schon abgegeben. Also. Und zum Schluss würde ich gerne noch etwas aus der deutschen Nationalhymne vortragen. Die deutsche Nationalhymne, der Anfang, besteht aus Einigkeit, Recht und Freiheit. Aber, meine Damen und Herren, das gibt es nicht mehr. Und deswegen stehen wir hier, damit wir das wiederherstellen. Vielen Dank. Euch manchmal Fragen stellen. Wir wollen einfach nur ein paar Stellungnahmen von euch.
Wir wollten eigentlich nur fragen, warum... Nein, nein, gibt's nicht. Keine Stellungnahme von uns, okay? Also, bitte, gehen Sie. Warum nicht? Weil wir sind doch hier, um Ihre Meinung kundzutun. Dann können Sie es doch auch der Presse sagen. Ich wurde so geboren. Ich werde so bleiben. Wollen Sie keine Stellungnahme ab? Na gut, also hier besteht kein Interesse am Dialog und man nimmt auch nicht die Gelegenheit wahr, einfach mal ungefiltert seine Meinung zu sagen. Wir hätten es ungeschnitten gesendet, aber dann ist es eben so. Dann ziehen wir uns wieder zurück und lassen die in ihrem Saft schmoren. Aber was mich freut, das wollte ich euch nochmal sagen, die Jugend ist heute zahlreicher vertreten und ich habe heute jemanden mitgebracht, der auch mal die Ansicht der Jugend euch da bringt. Die machen sich schon Gedanken, also nicht, dass ihr denkt, die Jugend ist irgendwo im Untergrund verschwunden. Meine Tochter will euch mal sagen, was sie im Namen der anderen, die hier stehen, so denkt und fühlt. Es fällt mir schwer, in der heutigen Zeit zwischen Fakt und Fake zu unterscheiden, denn man weiß nie, was einem die Medien eigentlich heute präsentieren. Denn alle wollen eigentlich irgendwo die Wahrheit, aber die Lüge klingt einfach viel schöner für die meisten scheinbar. Zum einen sind da wilde Verschwörungstheorien, zum anderen völlig überzogene Darstellungen der Wahrheit. Es gibt Fakten, die jeder, der seinen gesunden Menschenverstand einsetzt und die Augen aufmacht, einfach nicht mehr leugnen kann. Zum einen schränken die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung in krankhafter Weise die Freiheitsrechte der Bürger ein. Immer wieder, ob im Zuge der Migrationsdebatte, der Klimahysterie und des EU-Zentralismus, werden Sprech- und Denkverbote mit ständig neuen Gesetzen durchgesetzt. Was ich permanent erlebe und was mich mehr als traurig und sauer macht, ist die offene Ermutigung zur brutalen Ausgrenzung Andersdenkender. So etwas kennt man eigentlich nur aus totalitären Regimen. Und durch die Vorgaben der Politik bekämpfen Justiz- und Sicherheitsbehörden wie das BKA und der Verfassungsschutz nicht mehr nur Kriminelle, Gewalttäter und Terroristen, sondern regierungskritische Bürger und Medien. Und das hat für mich nichts mehr mit Demokratie zu tun. Merkel und ihre ganzen größenwahnsinnigen, machtbesessenen und heuchlerischen Anhänger haben nicht nur versagt in der ganzen Corona-Politik, sondern ein ganzes Land gespalten und in Wut und Angst gestürzt. Die ganzen Lügen um das Virus und die maßgeblichen Freiheitsbeschränkungen müssen enden, bevor wir in einem Interessenkrieg oder einem totalitären Regime landen. Oder sind wir da etwa schon? Ja, und jetzt darf ich mich korrigieren dahingehend, dass jetzt hier schon, denke ich, deutlich über 200 Teilnehmer mittlerweile auf dem Platz sind. Es kommen auch immer noch Bürger hinzu. Also die Sache entwickelt sich weiter nach oben. Meine Kinder sind zu Hause, weil ich glaube, ich verliere selbst langsam das Vertrauen an irgendeinen Lehrer, der den Käse hier mitmacht. Den Kindern die Stäbchen in die Nase haut, egal wie weit die rein müssen. Mir geht es einfach ums Prinzip, was lernen die Kinder? Meine Mama erzählt mir, testet, es wird schon alles wieder gut. Ja? Jetzt ist die ganze Schule negativ. Und was lernen die Kinder in einer Woche oder vielleicht in zwei Wochen? Ich muss wieder zu Hause bleiben. Das Vertrauen in die Eltern ist doch total im Arsch, oder? Unsere Kinder, das sind die Zukunft. Das ist das Kapital dieses Landes. Liebe Frau Merkel, liebe Politiker, auch ihr werdet einmal alt und braucht möglicherweise die Hilfe von dieser Generation. Schon jetzt ist klar, dass diese Generation 3% ihres Einkommens im späteren Alter einbüßt. Was soll aus diesen Kindern werden? Wozu sind vor über 30 Jahren die Menschen auf die Straße gegangen? Für Frieden, für Demokratie, für Grundrechte, für die Freiheit. Was haben wir heute? Wir nähern uns immer mehr einer Diktatur an, wo Einzelne entscheiden über unser Wohl und Wehe, wo Einzelne sagen, was wir tun und lassen dürfen, wo wir eingesperrt werden, wo man mit Wasserwerfern auf das Volk losgeht, die nur ihr Grundrecht auf Demonstration und Meinungsfreiheit verteidigen. Ja, jetzt habe ich hier nochmal eine Dame, die sich etwas verwundert gezeigt hat über den linken Gegenprotest da unten, der kaum wahrnehmbar ist. Was sagen Sie denn eigentlich zu den jungen Herrschaften da unten, die gegen die Veranstaltung demonstrieren?
Ja, ich bin sehr enttäuscht und wütend, dass wir hier gar nicht die Möglichkeit haben, eine freie Rede zu führen. Uns ist dieser Platz ja gewährt worden. Das ist ja eine Kundgebung, dass das Ordnungsamt das überhaupt zulässt, dass das hier so unterlaufen wird. Also, dass wir gar nicht die Möglichkeit haben, diese Meinung kundzutun, weil das so kaputt gemacht wird durch diese akustische Geschichte. Das wird bombardiert, ohne dass da eine Meinung zu hören wäre. Wobei sie letztens gesagt haben, ne, wir wollen Zero Covid, also das ist ihre Meinung. Und wo ich denke, das ist der Regierung in den Arsch gekrochen, das sind nicht die jungen Linken. Ne, Gysi ist ein ganz integrer Mann, der der Regierung immer die Stirn geboten hat. Und da zeige ich mich auch sehr verwundert, dass plötzlich die jungen Linken so regierungskonform sind und auch jetzt auch von den Polizisten, also dass das so gedeckt wird, dass das wird quasi auch oft, ich finde, das wird offiziell unterstützt, dieses störerische Verhalten, damit diese freie Rede quasi gar nicht stattfinden kann. Ne? Also da bin ich enttäuscht und sehr wütend als Bürger. Aber letztlich findet sie ja dann doch statt. Es wird halt versucht zu unterbinden. Ja, es wäre natürlich schöner, wenn und harmonischer, wenn wir uns hier einfach anders austauschen könnten. Und da wird auch wieder dieses Gemeinschaftsgefühl soll zerstört werden. Ja, immer wieder dieses, dass wir Menschen zusammenhalten. Also ich denke, soll immer wieder die Regierung versucht, uns zu spalten, also dass die individuell voneinander abzutrennen. Und dieses Solidaritätsprinzip, das, was Thälmann ja auch in seiner Demo gezeigt hat, gemeinsam sind wir stark, das wissen die ganz genau. Und sie versuchen, und dass das gar nicht erst aufkommt. Genau dieses, uns können sie zerstreuen einfach. Sie können dazwischen gehen und diese Bewegung zerstreuen, das wissen sie auch. Und wenn wir gemeinsam stehen könnten, dann wäre das mit einer großen Masse von Polizisten nur möglich, das zu zerstören. Ne? Und wie erklären Sie sich das, dass die heutigen Linken, insbesondere hier die jungen Linken, sage ich mal, so felsenfest an der Seite der Regierung oder des Regimes stehen? Das kann ich mir gar nicht vorstellen, aber woher das kommt. Ich habe bloß gehört, dass eben der linke Terror auch von der Regierung finanziert werden soll. Ja? Dass damit die Regierungsmitglieder im Knast dann Kontakt zu einsitzenden Antifa-Terroristen aufgenommen haben. Ne? Also es ist wohl nachgewiesen. Also es wundert mich nicht, dass die Regierung aus den linken Terror also quasi instrumentalisiert und da versucht, die Bewegung auch wieder zu spalten, indem sie sagt, wir seien rechts. Ne? Also Sie hier setzen auf friedlichen Dialog. Sie würden auch mit Linken hier diskutieren, wenn es die Möglichkeit gäbe. Wenn es eine intellektuelle, vernünftige Auseinandersetzung gäbe, natürlich. Ja, aber das ist ja keine Auseinandersetzung, das ist der Fluss. Ja. Alles klar. Vielen Dank erstmal, ja? Danke. Wir waren am Samstag in Dresden mit Freunden. Also Leute, ehrlich. Ich bin vor 30 Jahren, 89, jeden Montag in Dresden gelaufen. Und so hat uns die Polizei noch nie gegängelt. Es ist eine Katastrophe. Ich zahle hier Steuern, gehe jeden Tag auf Arbeit. Und dann darf ich nicht mal dort meine Unmut zu kundtun. Ich finde es eine Frechheit ohnesgleichen, ehrlich. Ich hatte 89 nicht so viel Angst wie dort. Ehrlich, ich gehe hier weiter auf die Straße und ich hoffe, wir werden hier endlich mehr. Und ich kann euch nur aufrufen, fahrt alle nach Berlin, hier qualmt uns allen der Arsch, ehrlich. Jeder, der frei hat, fahrt hoch nach Berlin am Mittwoch, hier geht's um alles. Immer, weil es kotzt mich langsam an. Was hier abgeht mit dem ganzen Corona-Scheiß, sei jetzt mal dahingestellt. Aber dass wir, die jetzt noch zusätzlich behindert sind und mit uns kämpfen müssen, dass wir keine Maske tragen können, so diskriminiert werden und hier noch ausgeschlossen werden und nicht mit teilnehmen sollen, das geht gar nicht. Ich glaube, in der Geschichte hatten wir das schon mal und dort wollen wir eigentlich nicht wieder hin. Und mehr will ich nicht sagen. Ich wünsche allen Polizisten eine ewige Gesundheit. Die Vorrednerin für ihn, die gesagt hat, fahrt alle nach Berlin, würde ich sagen, macht das. Also ich war am Freitag da und das waren viel zu wenig. Und das neue Gesetz, also die Ergänzung, die 28b-Variante von dem Infektionsschutzgesetz, besagt nicht nur, dass die Unverlässlichkeit der Wohnung aufgehoben wird, sondern auch die Unverlässlichkeit von unseren Körpern. Das heißt, es geht uns an den Kragen unter Umständen. Und deswegen kommt alle nach Berlin. Dazu gehen die Polizei brutalst gegen verschiedenste Demonstranten vor, die nur ihre Meinung äußern. Die Polizei hat sogar einen Ehrenkodex, an den sie sich halten müssen. Und in letzter Zeit ist denen das scheißegal und sie gehen gegen die Demonstranten vor,
die lediglich ihr Recht verwirklichen. Und da könnten sich die Polizisten wirklich was schämen. Ihr müsst die deutschen Bürger vertreten und nicht gegen die vorgehen. Ja, jetzt habe ich hier nochmal eine Dame, die eben schon am Mikrofon zu den Versammlungsteilnehmern gesprochen hat. Da ging es vor allen Dingen ums Infektionsschutzgesetz. Was sind Ihre Befürchtungen da? Sie haben ja dazu aufgerufen, dass möglichst alle nach Berlin fahren, um dagegen zu demonstrieren. Ja, also das ist wirklich meine Befürchtung an der Unversehrtheit meines Körpers. Also ich habe so eine Angst, dass die wirklich mich aus meiner Wohnung jetzt rausziehen können und mich impfen können, was hoffentlich nicht passiert, aber sie könnten es tun. Und das ist so schmeichelnd umschrieben, dass man da gar nicht durchsieht, was die direkt damit meint oder bei diesen neuen Auflage des Infektionsschutzgesetzes. Und das macht mich echt, das macht mir so eine Angst, dass ich wirklich nur alle auffordern kann, alle dort Gesicht zu zeigen am Mittwoch. Und wir müssen, ich denke bald, das ist bald das Letzte, was wir noch machen können. Ich weiß nicht. Das hat man jetzt auch schon relativ häufig gehört, schon nach der letzten Verabschiedung des Infektionsschutzgesetzes. Ja. Man hangelt sich ja immer so von Termin zu Termin und sagt, wenn das rum ist, dann ist alles vorbei und so weiter. Aber ich schätze mal, Sie werden trotzdem auch danach weitermachen, oder? Auf jeden Fall. Bis die Sache hier kippt, so lange bleibe ich hier am Ball. Und wirklich, ich gehe hier bis aufs Letzte. Also sonst ist es hier in Deutschland nicht mehr lebenswert für uns. So schlimm, wie es klingt. Aber sonst muss ich wirklich das Land verlassen. So spinnen wir jetzt schon rum mit meinem Mann, dass wir dann unsere Segel hier streichen. Aber in vielen anderen Ländern ist es natürlich sehr ähnlich wie hier, ne? In der ganzen westlichen Welt eigentlich. Ja, aber nicht, ich finde bald nicht so schlimm wie hier in Deutschland. Ich finde bald für meine Verhältnisse, dass das hier am schlimmsten mit ist. Weil in anderen Ländern ist ja vieles schon auf. Schau mir jetzt mal nach Schweden. Da leben die Menschen einfach weiter und die setzen halt auf das Selbstbewusste. Also dass der Mensch selber entscheiden kann, wie weit er denn geht mit seiner Gesundheit. No, das sollte doch die Regierung einfach uns überlassen. Das sind unsere Körper und das ist meine Gesundheit. Und die sollten doch lieber mal auf diese Vitamine setzen. Da gibt es so viele Studien darüber mit Vitamin D und C und da kann man auch Corona besiegen. Da spricht kein Mensch darüber. Es geht nur noch um Impfen, wo die Pharmaindustrie halt schön dran verdienen kann. Und mehr sehe ich da gar nicht drin. Alles klar, gut. Vielen Dank erstmal. Ne? Danke. Es klingt totalitär. Für uns sind alle AfD, wer nicht zu allem sagt, okay. Ja, liebe Zuschauer, die Kundgebung der Freiheitsboten Riesa geht soeben zu Ende. Hier werden es tatsächlich von Montag zu Montag, von Woche zu Woche mehr Teilnehmer und auch mehr Bürger, die den Mut haben, auch das Angebot des freien, des offenen Mikrofons wahrzunehmen und hier ihre Meinung kundzutun. Es wurden auch öfters mal Appelle in Richtung Polizei geschickt. Ich glaube, die Polizei ist im Moment ganz froh, dass es hier friedlich zugeht und dass die Versammlungsleitung sehr darum bemüht ist, ja, zu kooperieren. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass viele sich fragen, wie geht das jetzt hier weiter? Und wird man irgendwann auch mal wieder laufen können oder wird man jetzt für alle Zeiten dann sich an sehr, sehr restriktive Auflagen halten müssen? Also wir beobachten das weiter für Sie und werden dann in Zukunft weiter berichten.